Jeder kriegt mal seine Klappe. Ich möchte euch heute den Mirocco von Frodo vorstellen. Der Mirocco von Frodo ist ein wunderbarer Übergangsschuh, also zeitlich gesehen für den Frühjahr oder für den Herbst oder auch über diese Übergangszeit, wie sagt man so, wenn ich einen sehr milden Winter zum Beispiel habe. Ganz einfach, weil der Mirocco ist ein super toller Schuh, ein bisschen kompakter auch vom Leder her, mit einer schönen Stoßkappe vorne, einer flexiblen Sohle und wieder die typische Glattlederausstattung bei Frodo. Diesen Schuh gibt es ab der Größe 20 bis 27. Dadurch, dass er von der Sohle etwas fester ist, würde ich ihn niemals für einen Laufanfänger empfehlen. Wir kaufen ihn meistens erst ab der Größe 22, 23 ein. Weil auch hier wieder das eine Merkmal ist, der Frodo fällt wieder eine Nummer kleiner aus. So, ansonsten punktet er wieder, wie gesagt, mit wunderbarem Glattleder. Wie ihr seht, auch immer wieder mit schönen Farben, klassischen Farben, wo man, ich sag mal, auch hier immer wieder jeden Farbwunsch eigentlich mit berücksichtigen kann, ob ich es etwas verspielter mag oder klassisch Bordeaux, jawohl. Und hier haben wir, wie gesagt, die etwas wärmere Ausstattung. Das heißt also, auch ein sehr warmer Fuß kommt damit bis in die Minusgrade oder überbrückt damit auch wunderbar die Minusgrade. Der Frodo punktet wieder hier mit einer herausnehmbaren Innensohle, wo ich auch jedes Mal wieder die Länge überprüfen kann. Ich denke mal, er überzeugt gerade Eltern, die das Klassische suchen. Und wir haben hier immer mit einer kleinen Applikation an der Seite auf der Lasche zu tun. Sie sehen hier, diesmal ist es eine Maus, wo dann sozusagen auch der Mäuseschwanz mit an der Seite abgebildet oder abgenäht ist. Also insgesamt ein wunderbarer Klassiker, nur zu empfehlen. Eher wäre mehr was für den mittleren Fuß. Bitte nicht zu breite Füße hier reinstecken, dann wird es ein bisschen eng.